So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe Uncharted 4. Ich bin der Fangamer. Wir sehen jetzt hier, wie es weitergeht. Also nochmal nicht, ich spiele die hier ehrlich gesagt das erste Mal. Und Lost Legacy werde ich auch zocken. Aber nicht gleich jetzt anschließend, weil jetzt eben. Oha. Scheiße. Weil jetzt eben Horizon Forbidden West rauskommt. Das habe ich mir vorbestellt. Und das möchte ich mir dann eben zu Gemüte führen. Bis dahin eventuell mache ich noch einen Call of Duty Story Teil, das weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das mache, ob ich das mache, aber so ist einmal vorläufig der Plan. Aber dann, sollte nichts dazwischen kommen, kommt Lost Legacy auf jeden Fall auch noch. Die anderen Teile habe ich jetzt auch ehrlich ziemlich zügig gemacht, jetzt innerhalb von, ich sage einmal, einem Jahr. Wenn überhaupt. Aber ja, Lost Legacy habe ich. Und das hier ist ja nicht einmal die Remastered Edition. Ist das wert? Sam. Oh, er ist da. Sam? Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Dave, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Ja, damit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Ha? Geht sie nichts an. Warum versuchst du sie aufzuhetzen, Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiß ich nicht. Geh darüber. Aber du und dein Bruder, ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten und es wird Zeit für eine Lektion. Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine, hör auf! Himmel! Ich sagte, sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Es sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, Sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine, warte. Leb wohl, Rafe. Nadine! Nadine! Mach sofort diese verdammte...
weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus. Oh nein. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Menschen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen Nate, sind. Nate, halt die Klappe! Im Ernst, Drake, das ist Irrsinn, sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub-Al-Khali-Wüste. Verflucht! Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Alter. Nathan Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Brave, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Ich hatte dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden, und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Penner. So ist richtig. Kannst du mit Schwert? Nein. Du schaffst es zu leicht. Scheiße. Ich bin etwas enttäuscht, Nate. Mit dir.
Alter. Der lasst nicht locker. Steppert, Alter. Danke, wünsche ich dir auch. Ich hoffe, man sieht sich wieder mal. Das ist der nächste Drake, von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja fertig. Ich hole jetzt meinen Bruder und dann gehen wir. Wenn du bleiben und mit dem Chef verbrennen willst, gern. Du hast mich. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge. Mit ernsthaften Größenwahn. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nathan Drake. Nathan! Du weißt einfach nicht, wenn man aufgibt!
gibt, hm? Das ist gut! Alter. Das habe ich mir verdient. Das alles. Du willst den Schatz, Rafe? Er gehört dir. Heilige Scheiße. Hey, komm, schaff mir dich hier raus. Hey! Versuch's! Es ist zu schwer! Versuch's nochmal! Es ist zwecklos! Versuch's! Es ist zwecklos! Verdammt! Hör mir zu! Hör mir zu! Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, Sam, nein. Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft, Brüderchen! Okay? Alles ist gut! Nein, es muss einen Weg geben! Du musst hier weg! Was muss ich sagen? Du musst hier weg! Schon, Nathan, ich muss wissen, dass du es geschafft hast. Nathan, der ganze Laden fliegt gleich in die Luft. Das ist es. Was machst du? Vertrau mir. Halt den Kopf und... Unterstützt die ganze Höhle ein. Ach du Scheiße! Oh, Nate! Nate! Sally, ich hab sie. Wo seid ihr? Gleich hier. Hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal.
Geht klar. Danke, Sally. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors. Hey, was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, er war. Du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also. Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, darum geht's das bist nicht. Du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, ja. Aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Stattdessen habe ich irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal, wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende... Da stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja, ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, unser Taxi ist da. Ja. Wir haben's weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Hast du Feuer? Ja. Und? Vector? Was steht jetzt an? Also, bevor ich hier reingezogen wurde, habe ich an einer Art Geschäft gearbeitet. Geschäft? Gefährlich? Mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenne da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt ein Mann nach Hause? Das ja nicht. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, hm? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir... beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein. Ich glaube, ich brauch mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, du. Was? Na komm schon, ernsthaft. Oh, doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann.
Hey, morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay, perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh, okay. Wie? Wieso? Tja, es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Nein, Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier draufgehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Wrack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner super teuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jameson nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also, was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde vollauf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich vollauf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Meine Hand-Augen-Koordination ist viel besser. Echt? Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da legst du ja auf sowas von der Skala von 1 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. Okay, Elf. Dann. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je, das... Okay. Schön. Bin dabei. Ach so.
fuck? Das tut mir echt Crash Bandicoot spielen. Ist ja geil. Wow. Oh, jetzt ist er nicht gesprungen. Fuck it. Nein. Na gut, ich glaube, für den Epilog werden wir eine neue Folge anpatzen, sage ich mal. Ich bin der Fun Gamer, also macht's das gut. Bis dahin. Ciao und Baba.